geht es um ein paar Dinge, die ich euch schon immer mal sagen wollte. Warnung! Dieses Video kann Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Alle Personen und Situationen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten zur Realität sind rein zufällig und unbeabsichtigt. Hallo, du liebe YouTube-Welt da draußen! Also, ich mag dich echt voll gerne, ne? Aber deine Begrüßung ist so komisch. Und da fängt's auch schon an, das große Gemecker. Deine Begrüßung, ne? Die geht gar nicht. Die hat null Swag. Dabei hat doch jeder seine Stammbegrüßung, die er seit Jahren benutzt. Ja, hallihallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo, ihr Schönheiten. Hi, ihr Süßen. Hi, Leute. Hallo, ihr Beauty-begeisterten Beauty-Leute, die genauso Beauty-begeistert sind wie ich. Aber wieso macht man sowas? Das ist einfach diese Power, die man bekommt, wenn man mit etwas anfängt, was so einen Routinefaktor hat. Man beginnt den Tag ja auch morgens beim Aufstehen. Das Zweite, was mir schon total oft in den Weg gekommen ist, während ich YouTube mache. Ey, du machst YouTube nur wegen den Klicks, ne? Okay, Leute. Ihr klagt mich an, weil ich möchte, dass meine Videos geguckt werden? Ihr wisst aber schon, dass es heißt YouTube, Broadcast Yourself. Yourself. Also meine liebsten YouTuber, die machen das hier nicht wegen den Views. Die machen das, weil die mich so lieb haben, haben die nämlich gesagt mal. Klicks? Ich mach das doch nicht wegen den Klicks. Ich mach das wegen dem Geld, wegen der Produkte, wegen der Events. Nein, natürlich nicht. Ich mache das nur, weil ich ihr euch so liebe. Ja, ich mache Videos. Und ich freue mich auch total, wenn ich viele Klicks habe. Wieso auch nicht? Dafür mache ich die Videos. Das wäre ja so, als würdet ihr James Cameron anklagen, dass er einen Film macht und sich darüber beschwert, wenn nur zwei Leute ins Kino gehen. Oder meint ihr, der FC Bayern würde es cool finden, wenn bei der Champions League keiner im Stadion sitzt. Es tut gut, wenn Leute die Videos gucken. Und umso mehr, umso besser. Ist doch klar. Das Dritte, was ich euch schon immer sagen wollte. Kritik auf YouTube. Ey, du bist so doof mit den Videos, ne? Und deine Begrüßung ist doof. Und dein Zimmer ist doof. Und deine Katze ist doof. Und du machst alles so doof nach, ne? Weißt du? Geh doch mal heim jetzt. Alle rühmen sich damit, konstruktive Kritik zu üben. Ey, weißt du, du bist so blöd, du machst mir nur so komische YouTube-Beauty-Videos. Voll peinlich, ne? Ey, wenn ich du wäre, ich würde das nicht machen. Ist echt nicht böse gemeint, ne? Aber du bist voll komisch. Aber ist echt nicht böse gemeint, ne? Und außerdem, dein Video war voll cool und du bist voll toll und ich mag dich auch. Und du kannst auch mal auf meinem Blog vorbeikommen. Super Cutie Cupcake 11034. Tschüss. Ey, deine Augenbrauen, ne? Da musst du was machen. Die gehen gar nicht. Ey, die sind nicht tight, Alter. Allerdings finde ich, dass das etwas anders aussieht. Deswegen werden bei mir Schimpfworte, persönliche Beleidigungen oder sonstige Dinge, die ich nicht mit meinem Stil des Kanals vereinbaren kann, gelöscht. Gut gemeinte Ratschläge, konstruktive Kritik und Tipps zur Verbesserung nehme ich gerne an und deswegen schalte ich das auch frei. Das Vierte, was ich schon oft hören muss, war... Weißt du, du bist gar nicht mehr wie früher. Du bist jetzt voll gestellt, ne? Du bist so unnatürlich, weißt du? Guck dir mal die anderen an. Aufgesetzt? Come on. Wer mich kennt, weiß, die ist so. Schwer zu glauben, aber es gibt auch Menschen, die ein Quäntchen mehr Pfeffer im Hintern haben und einfach schneller und mehr reden als andere oder auch einfach mal glücklicher sind als andere, weil sie einfach das Leben mit Humor nehmen und sich selbst nicht so ernst. Und ich gehöre zu diesen Menschen und es macht mir einfach total viel Spaß, diese Videos zu drehen. Und wieso sollte ich mich zurücknehmen, nur um nicht gekünstelt zu wirken? Deswegen herzlich willkommen an alle diejenigen, die meine Art mögen und gerne mit mir Spaß haben zusammen auf YouTube. Das Beste kommt zum Schluss und eins steht fest. Also, ich mag ja die YouTuber am liebsten, die immer hübsch aussehen, ne? Hallo, ich sehe jeden Tag so gut aus. Gut aussehen ist nicht alles. Mädels und auch Jungs, falls ihr zuschaut, investiert einfach in euch und in das Komplettpaket euch. Also nicht nur Aussehen, sondern Bildung, euren Job, eure Schule,
euer Umfeld und ja, lasst das positiv in euer Leben rein und ihr werdet genauso positiv wahrgenommen. Ey Jeremy, was hast du gerade für mich gesagt? Ich komme dir gleich darüber. Ich gebe dir gleich Tussi, mein Freund. Da kannst du dir deine Mikrowellenpizza selber warm machen. Job, was ist das? Hallo, ich bin erfolgreich hier auf YouTube. Ey, weißt du, Empathine, du bist so voll der Klugscheißer. Nicht immer nur gut aussehen, auch was lernen, einen richtigen Job machen. Ey, Jeremy, jetzt hast du das Licht ausgemacht mit deiner Mikrowellenpizza. Entschuldigung, Mama. Mach das wieder an. Okay. Alter, ich drehe YouTube-Videos. Das ist das schleimige Wort zum Sonntag und zum Abschluss dieses Videos. Mir hat es großen Spaß bereitet und es wird bestimmt nicht das letzte Video in der Art gewesen sein. Ich freue mich immer über euer Feedback in den Kommentaren. Folgt mir auf Instagram, Twitter und Facebook, da können wir weiterhin connecten. Und das soll es jetzt auch gewesen sein mit diesem Video. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Video. Vergesst nicht zu kommentieren, abonnieren und mich zu bewerten. Positiv. Und ein Face kannst du mir auch da lassen. Halt, stopp. Mein Video war natürlich nicht das letzte Video zu was ich euch schon immer mal sagen wollte. Hier, The Chris Test Show, seht ihr da? Der hat ein klasse Video gemacht, das Auftaktvideo zu der ganzen Aktion, das solltet ihr euch angucken. Und auch die Obacht, ein Mädel der YouTube Beauty Guru Reigen, hat sich an das Thema, was ich euch schon immer sagen wollte, herangetraut. Ihr Video findet ihr hier. Schaut vorbei, habt Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Video. Oh and out. Aber ich sehe gut aus so, ne? Ich kann damit auch gut sehen.